damit Kirlet, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Odyssey Ultra Modded. Das mit Rayman hat nicht ganz so geklappt, dafür ist wenigstens die Odyssey blau. Keine Ahnung, wir gucken uns das Ganze an. Ich habe natürlich wieder einige Mods verbreitet. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, empfehle ich euch, sie natürlich nachzuschauen. Aber das könnt ihr auch erst nach dem Video machen. Das ist nicht, sind da Burger-Rezepte drauf. Goomba Meals. Strong. Was steht hier? Dump, Headshop or whatever. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Mir fehlt ein bisschen die Musik. Vielleicht lege ich hier ein bisschen was drunter, aber mal gucken. Auf jeden Fall, Guys, wenn ihr davon nichts mehr verpassen wollt, abonnieren. Wir haben natürlich wieder blaue Blünzen und ich würde sagen, wir sammeln einfach mal so ein, zwei Standardmonde ein. Wir werden natürlich ganz normal die Story spielen. Also hier jetzt die Monde einzusammeln und dann zu skippen, wird auf jeden Fall nicht drin sein. Und du bist kein Mond. Du bist ein Stern. Und du bist ein gecrashtes Game. Das scheint scheinbar kein Problem zu sein. Scheinbar ist das Ganze nur ein bisschen buggy. So, gehen wir mal hier rein. Ich habe schon gesehen, die Charaktere sehen auch ein bisschen anders aus. Ja, ihr seid jetzt grau. Funktioniert das jetzt mit dem Mond? Jetzt funktioniert's. Weird. Vielleicht war das nur der erste Mond. Wir werden sehen, wie sich das Ganze hier so machen wird. Ab in die Ruinen, die auch ein bisschen anders aussehen. Ihr merkt schon, worauf das Ganze hinausläuft heute. Heute haben wir nicht so viel krassen Stuff. Dafür aber so ein bisschen, was sich so ein bisschen ändert. Kommen wir von hier da hoch? Boah, das ist eine gute Frage. Lass es uns tryen. Ja, safe. Da kommen wir safe hoch. Ich kümmere mich persönlich da jetzt drum. Und wir sind oben. Let's go. Ein weiterer Stern. Aber es ist ein Mond. Ich bin verwirrt. Ihr seht auch ein bisschen anders aus. Und hier blaue Blünzenringe. Erstmal ein Long Jump hier rüber. Tada. Ein Mond für dich auf der schiefen Säule. Die ist tatsächlich ganz schön schief. Bumm, hier ist auch noch ein Sternmond drin. Ihr wisst, was ich meine, okay? Ah, ich finde schon schade, dass die Rayman-Mod nicht funktioniert. Für die Rayman-Mod brauchen wir nämlich tatsächlich das Metall-Mario-Outfit. Und das bekommen wir, glaube ich, sogar erst nach dem Endboss. Und ja, das dauert noch eine Weile. Wir müssen erstmal hier mit Vorlieb nehmen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Und der nächste Mond. Das geht ja alles zack, zack, ganz schnell. Trotzdem möchte ich hier den Bosskampf in dem Land auf jeden Fall machen. Bitte, oh mein Gott, das hätte auch schief gehen können. Wir könnten den Mond unten noch holen, aber brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Wir steppen weiter. Und zwar hier nach oben. Nicht zu vergessen, dass sich hier um die Ecke noch ein Mond befindet. Den hätte ich tatsächlich fast vergessen. Nicht so smart. Komm ich hier hoch wieder? Ja, let's go. Bumm. Bam. Das hört sich gar nicht gut an. Es sind einfach die Animationen, die ein bisschen länger hier brauchen. Ich musste nicht neu starten, es hat alles super funktioniert. Guys, wie immer, ihr solltet Bescheid wissen. Mods sind natürlich alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie die Creator, die sie erstellt haben. Ich glaube nicht, dass der Sprung machbar ist. Deswegen springen wir erstmal hier hin. Erstmal ganz, ganz safe. Ganz safe. Und fahren noch bis nach da vorne. Und Checkpoint. So, wir sammeln die Mondsplitter natürlich ganz, ganz casual machen wir das Ganze hier. Ja, ohne groß hier zu skippen oder so. Ganz entspannt, Guys. Das wird richtig sick. Also, ich hab so Bock auf weitere Folgen. Oh mein, ihr glaubt gar nicht, wie viel ich heute aufnehmen will, wenn es nicht so warm wäre. In meinem Zimmer sind wieder mal 35 Grad, weil 500 Lampen in mein Gesicht explodieren. Und mein PC hier an seine 40, 50 Grad kommt. Und das ist natürlich immer angenehm. Ihr wisst Bescheid. So, da links sehe ich noch einen wunderbaren Mondstückteil. Heißt das so? Mondsplitter heißen die. Mal gucken, wie die Animation diesmal sein wird. Ich bin gespannt. Shazam. Oh, diesmal funktioniert es erstaunlich gut. Oh ja, tatsächlich. Das kommt unerwartet, Guys. Das ist normalerweise nicht so. Da haben wir den nächsten Mondstern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich traue mich nicht. Ich will beides sagen. Ich traue mich nicht, mich für eins festzulegen, sonst werde ich in den Kommentaren wieder geflamed. So, skippen wir. Kennen wir alles. Und wenn nicht, schaut euch mein Original-Let's Play zu dem Game an. By the way, ich weiß, dass da hinten ein Gebäude ist, wo es, ich glaube, rechts ganz viele so Aufkleber-Sticker, wie heißen die, Poster gibt. Oh, die wurden hier entfernt. Ist die Tür zugefreezt oder kommen wir rein? Boah, wir kommen rein. Ist das eine Jaxi-Passage? Ich will unbedingt Jaxi sehen. Nee, ist es nicht. Ja, dann lieber nicht.
Da fällt mir dann doch wiederum ein, dass wir die Monde eigentlich ganz gut brauchen könnten. Ich sammle die kurz. Dann jetzt aber ab hier in die Pyramide und nach oben zum nächsten Bosskampf. Und die Münzen drehen sich ganz schön schnell. Oh, wir müssen die aber auch ein bisschen Challenge machen, nicht? Oh Gott, geh weg. Einfach so rüberlaufen ist nicht. Rüberfliegen, das wäre ja langweilig. Das wäre ja cringe. Ihr schaut ja nicht irgendeinem Mario Odyssey-Spieler zu. Ihr schaut ja dem einzig wahren Mario Odyssey-Spieler zu, der das Game in seiner Kindheit studiert hat. Tatsächlich ist Mario Odyssey mein Lieblings-3D-Mario und tatsächlich auch mein erstes richtiges. Ich habe Mario Galaxy besessen, aber nie weiter als die erste Welt gespielt. Dann haben wir es aber vor kurzem auf Twitch gestreamt. Da habe ich zum ersten Mal Mario Galaxy durchgespielt. Mario Galaxy ist ein echt krasses Game, tatsächlich. So, kommen wir zur nächsten Passage. Ja, den ganzen langweiligen Müll skippe ich euch. Oh, ist das überhaupt möglich? Scheinbar schon. Aber knapp ist es trotzdem. Knapp ist es trotzdem. Okay. Ich freue mich schon auf Seeland, weil, Guys, Spoiler Alert, im Seeland gibt es kein Wasser mehr. Und ich habe mega Bock, jetzt ins nächste Land zu steppen, um mir das anzuschauen. Ich hoffe ihr auch. Deswegen lasst uns mal diesen wunderbaren Kampf hinter uns bringen. Ich glaube, das ist der Standardkampf, man kennt ihn. Und Shazam, so muss das. Easy going, gar kein Stress. Ganz entspannt. Stimmt, ich habe gerade die Odyssey gesehen, die ist ja immer noch blau, was todescursed aussieht. Und es ist Nacht. Let's go. Boah, ey, Seeland Guys wird gleich so hype. Seeland wird gleich so hype. Ich dachte mir, wenn wir ja schon den nächsten Boss bestreiten, dann müssen wir aber auch krass aussehen. Deswegen habe ich den hässlichsten Hut im Spiel gekauft. Zumindest meiner Meinung nach. Oh, hier sind wieder verschiedene Schilder, stimmt. Wobei das, ja, das kennen wir aus Folge 1. Das ist aber auch strong. Das ist aber auch strong. Hat sich eigentlich jetzt bei Nacht irgendwas groß verändert? Außer, dass hier random Gegner aus dem Boden kommen? Ich glaube tatsächlich nicht, oder? Können wir uns zu einem Checkpoint teleportieren? Und rein da. Schaffen wir es? Okay. Hätte auch sein können, wir schaffen es nicht. Man weiß es nicht, man weiß nicht. Okay. Oh, die Goombas sehen anders aus auf jeden Fall. Das hat mein scharfsinniges Auge direkt erkannt. Wir brauchen nur noch einen Mond tatsächlich eigentlich. Naja, es ist nicht so schlimm. Wir machen den Boss trotzdem. Wir wollen ja auch ein bisschen hier die Spannung aufrechterhalten. Ja, hier wäre zum Beispiel noch ein Mond. Ah, lol. Stimmt, wir können ja keinen... No way! Ich bin so lost. Ich bin so lost. Ich bin so lost. Let's go. Hat geklappt. Und Stampfattacke. Boom. Das fühlt sich immer so todes-satisfying an. So. Zack. Wham. Oh, sollen wir den Ultra-Trick-Jump probieren? Den ich wahrscheinlich nicht im First Try schaffe. Aber wir probieren ihn trotzdem. Oh, dafür müsste ich eigentlich im Easy-Mode spielen, nicht? Weil ich habe nur einen Versuch. Wir tryen. Nein! Schade. Wir versuchen es nochmal. Versuchen es, bis wir es haben. Okay, wir tryen. Haben wir? Haben wir safe. Okay, jetzt wird's nur noch einfacher. Hust. Ich bin zu weit. Okay, wir müssen hier gut mit den Schatten arbeiten. Das ist ganz wichtig. Ja, so schwer ist er doch nicht, wie ich dachte. Okay. Ich dachte, der wird jetzt so ultra hardcore. Aber ist er dann halt doch nicht. Sorry. Ist hier eigentlich noch irgendwie was krass verändert? Hier unten sieht es nicht so aus, als wäre irgendwas verändert worden, oder? Aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass es hier unten Veränderungen gibt, aber ich sehe sie nicht. Gut, kommen wir zu... Pausezuma heißt er, glaube ich. Genau. Pausezuma. Und er sucht den Ring. Aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wir skippen das Ganze und wir machen den nächsten Kampf. Boom. Damit wäre auch er besiegt. War jetzt nicht das schwerste Hindernis, muss ich ehrlicherweise zugeben. Schade, dass hier nicht so viel verändert wurde. Aber wir haben jetzt genug Monde und kommen damit ins Seeland. Und Guys, das wird krass. Here we go, Guys. Alles sieht ein bisschen anders aus. Und das Wichtigste, gibt's halt kein Wasser. Haben wir alle? Let's go. Und die Monde sind wieder Monde. Das ist auch was, worüber man sich freuen kann.
Es wird so geisteskrank, Guys. Wir könnten jetzt natürlich einfach hier hochspringen, ja? Zu diesen, Mario 64 Goombas. Wir könnten aber auch den Weg unter was ist das denn hier? Ah, das ist eine Kiste. Alles klar. Oh, die Münzen sind nicht mehr blau. Wir haben keine blauen Blünzen mehr. No. Wir machen einfach mal die Unterwasserpassage. Nur halt, dass wir kein Wasser haben. Ich mache mir richtig Sorgen, wie das jetzt werden soll. Mit B schwimmen. Ich merk's. Gib auf die Stacheln acht. Wobei, wir können uns jetzt eigentlich... Alles klar, wie soll das denn gehen? Ich find's irgendwie richtig passend, dass hier Unterwassermusik spielt und wir nicht schwimmen können. Irgendwie ein bisschen widersprüchig, nicht? Was ist mit Marios Augen los? Das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus, Mann. Oh Gott. Was habe ich nur wieder installiert, Guys? Das sieht sass aus. Just Dance 2000? Welches? Für 3DS. Boah, wahrscheinlich so 2016 oder so. Oh, wir können hier sammeln. Okay. Frage ist, wie kommen wir an so hochgelegene Stellen? Ich mag diesen lila Touch, den das Ganze hier hat, actually sehr gerne. Was? Ja, ja, wir sind drin. Okay, let's go. Let's go. Kann ich jetzt eigentlich... Muss ich jetzt noch mit einem Fisch hin oder kann ich einfach... Kann ich einfach eine Stampfattacke machen? Okay. Weil unter einem dieser Dinger gibt es einen Mond, glaube ich. Wahrscheinlich unter dem alleruntersten der Unterstigkeit. Es ist so cursed, dass die Fische hier schwimmen können, aber wir nicht. Da ist ein Moon. Let's go. By the way, Guys, falls ihr irgendwelche Husten und Sounds hört, das ist immer noch mein Ventilator, der mir das Leben hier ein bisschen versucht zu erschönern. Dahinter ist nichts... Doch, Moonshard. Ey, die Mod ist auf jeden Fall cool. Also for real, das ist kreativ. Einfach das Wasser entfernen. Oh, stellt euch das im... Der ist random. Stellt euch das im Seeland vor. Ne, nicht im Seeland. Wie heißt das Land? Im Küstenland. Aber fürs Küstenland habe ich mir auch schon eine richtig krasse Mod rausgesucht. Seid auf jeden Fall gespannt. Nein, Guys. Es bleibt interesting. Okay. Warte, hier gibt es ja auch kein Wasser. Wobei... Soll es hier Wasser geben? Ja, das war so klar. Oh, aber jetzt fallen die doch alle runter, oder? Let's go. So fühlt sich das rewarding an. Und sammeln den Mond ein. Let's go. Egal, so, steppen wir wieder nach draußen und schauen, was uns so noch so hier erwartet. Vielleicht finde ich noch weitere Moonshards. Also hier ist auf jeden Fall noch eins. Enemy spotted. Da oben. Wir müssen vermutlich von oben droppen und das dann im Flug einsammeln. Aber uns fehlt dann immer noch eins. Ha, vielleicht sehen wir es auf dem Weg nach oben. Mal gucken. Hier unten ist doch Captain Toad, nicht? Ja, eben wenn jetzt ab hier Wasser wäre. Das wäre doch so funny. Let's go. Lass uns schwimmen, Captain Toad. Ja, lass uns mal schwimmen. Wenn du Wasser findest, sag Bescheid. Weil, wobei, wir sind ja gerade hier runtergeschwommen. Also theoretisch, yeah, hat er ja recht. So. Jetzt holen wir noch den geheimen Raum hier. Ey, ehrlich? Diese Bricks, finde ich, passen richtig gut zu diesem Level. Also diese die Wände mit diesen grünen, blau, pink, orangen Farbtönen, finde ich, passen legit echt gut in diese Welt. For real. Da stellt sich mir glatt die Frage, wie wir hier hochkommen sollen. Ja, okay. Hat geklappt irgendwie. Warte, hier könnte ich runterdroppen. Und dann, was sind diese Coins? You tried, steht da. War jetzt spiegelverkehrt, aber da steht einfach, du hast es versucht, you tried. Strong. Stimmt, uns fehlen immer noch diese Mondshards. Keine Ahnung, wo die sind. Hier ist wieder Wasser. Das war gerade eben auch so, als ich hier hochgeschwommen bin. Also auf die andere Etage. Bisschen wack ist es trotzdem. Oh, stimmt, da ist noch eine 2D-Passage. Hier sind, glaube ich, nur lila Coins drin. Da unten müssen wir auf jeden Fall noch vorbeischauen. Immer noch sus das Ganze hier. Kommen wir zum Bossfight. Ich habe immer noch die Bowser Jr. Mod an. Wie cool. Wir kämpfen natürlich gegen Topper, ist ja klar. Let's go, da ist er auch down. Und wir haben damit alle Monde, oder? Was kriegen wir? Kriegen wir einen Triple Moon oder nur einen? Ich weiß es gar nicht. Ein Triple Moon, okay. Für die Augen jetzt noch ein Like da lassen. Einfach nochmal. Einfach 100 Mal liken heute.
Weil das ziemlicher Aufwand, das Ganze heute zum Laufen zu bekommen, tatsächlich. Angesichts dessen, dass ich schon seit über einer Stunde aufnehme. Aber reden wir nicht drüber, freuen wir uns lieber, dass wir diese Welt abgeschlossen haben. Und beim nächsten Mal geht es ins Cherry Blossom Wooded Kingdom. So ein bisschen auf japanische Kirschblütenblätter angelehnt. Ich freue mich, lasst ein Abo da, um es nicht zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.